Wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich heute zu uns hierher gekommen sind. Es sind unglaublich viele Veranstaltungen. Und gerade um den 8. Dezember, und ich finde es großartig und wir schätzen es sehr, dass Sie uns an uns sehr das haben. Eigentlich sind Sie alle, jeder einzelne von Ihnen, unser Ehrengast. Im Besonderen möchte ich doch einige herausnehmen und ich begrüße die Vertreter der Stadtgemeinde in Lebnitz. Der Bürgermeister ist nicht da, aber ich sage an dieser Stelle ein großes Dankeschön für sein immer offenes Ohr und für die Unterstützung für unseren Chor. Wir möchten uns auch bedanken und herzlich willkommen heißen alle unsere Sponsoren. Auch Ihre Unterstützung war das wirklich großartig. Ja, und es wäre eine Veranstaltung ohne entsprechende Werbung. Wir möchten uns auch bedanken und herzlich willkommen heißen alle Vertreter der Presse. Vielen Dank für Ihre Vorankündigungen und zum Essen für Ihre Gesellschaft. Freuen tut uns natürlich auch immer wieder, dass auch andere Chöre und Vertreter von Kirchengemeinschaften und Vereinen besuchen und zu uns kommen und auch an Sie ein herzliches. Wir spenden auch immer wieder Karten an nahegelegene Altersheime. Auch an diese Herrschaften ein herzliches Willkommen. Es ist schön, dass Sie da sind. Ja, was wäre ein Weihnachtskonzert ohne würdigen Kram? Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen, in der Stadtkirche Leibniz. Und ich möchte aber auch noch jemanden begrüßen, und zwar den Leiter der Kulturfahne Leibniz, Herr Dr. Kurt-Wasser, und den Regierungsleiter Herr Dr. Vielen Dank. Und an dieser Stelle auch ein großes Danke an den Hausherrn. Ihm möchte ich den Herrn Kapitän Paul Bartholz verbinden. Vielen Dank, dass Sie da sein dürfen. Und ich darf Ihnen einen großen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie alle herzlich begrüßt in unserer Stadtkirche am Nachmittag dieses kirchlichen Hochfestes Maria Empfängnis, das ja für viele ein Arbeitstag ist, auch wenn der Advent uns gerade zur Einkehr und Besinnung einlädt. Es gibt, glaube ich, viele Veranstaltungen und Konzerte in dieser Zeit. So freue ich mich umso mehr, dass das Adventkonzert von Donat Leibniz auf einen biblischen Impuls aufgreift: Gaudete, freut euch. Dieser Bibelvers aus dem Philipperbrief: Gaudete, freut euch, noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe, drückt ja aus, um was es im Advent geht. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor. Auf Weihnachten, wo jeder Mensch wohl in tiefer Weise spürt, dass es im Leben mehr um Einkauf und um Erwerb geht, sondern dass im Leben größere Werte zählen, wie Güte, Wahrheit, Freiheit und vor allem die Liebe, die uns in Gott begegnet. Der verstorbene Innsbrucker Altbischof Reinhold Schächer hat einmal gesagt: Es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Einer führt über die Berge. Und ich füge dazu: Einer führt liebe Sängerinnen und Sänger über die Musik. Ich darf euch ja immer wieder proben hören am Dienstag. Ich feiere meistens die Abendmesse und bin gerade fertig, wenn eure Stimmen dann vom Chorstudio erklingen. So wünsche ich Ihnen allen, die Sie gekommen sind, eine besinnliche, schöne Stunde mit dem Donat Leibniz, der uns hilft, Freude des Advents, die im Zugehen auf Weihnachten wahrzunehmen. Seid Sie alle herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank für die schönen Grußworte. Was wäre ein Chor ohne Chorleiter? Und so darf ich nun unseren Chorleiter denjenigen begrüßen, der sich wieder etwas ganz Besonderes hat einfallen lassen.
Vielen Dank. Thank you.
Wir bleiben bei Mozart. Weiter geht es mit dem nächsten Stück. Ave Verum Corpus. Mosette in D-Dur für vier Stimmen und die gemischten Chor. Das ist die berühmteste Vertonung des mittelalterlichen Hymnus Ave Verum. Und ist trotz der Kürze, das sind 46 Takte, eines der bekanntesten Werke von Mozart. In der Spatzenmesse geht es mit dem nächsten Teil weiter und es folgt Sanctus und Benedictus. Wie einleitend schon erwähnt, die Spatzenmesse wurde von Mozart, wurde wahrscheinlich am Ostersonntag Salzburger Dom nur aufgeführt und zählt zum Typus der Missa Praedis in Jerusalem. Das heißt, sie ist einerseits eine Missa Praedis, einer Missa Praedis entsprechend knapp disponiert und andererseits in der originalen Fassung aber mit Trompeten und Pauken feierlich besetzt wie eine Missa Solemnis. Mozart